Ich habe Gießkanneneffektivität und Hackeneffektivität bekommen, obwohl ich nichts gemacht habe, Du also hast außer vorhin Gärtner. geerntet. Es gibt Ja. in meinem ganzen Leben nur zwei Kerle, die sehr wahllos waren und die ich auch sehr bereue. Und das ist eine verdammt niedrige Quote dafür, dass ich mal 30 werde. Oh Ach Gott, so, ich dachte, jetzt kommt, wann dass ich mal 30 hatte. wann Naja, wirst du 30 war es 30? nicht, glaube ich nicht. Wann Kommt wirst drauf du an, was 30? man darunter zählt, Wann aber. wirst du 30? Bald. Bald. Die Sehr, Königin der sehr, sehr Soßen. bald. Grüße, bin ich die Januar oder Königin der was? Soßen. Komm, ich guck mit. Kartoffelpuffer, etwas Einfaches, aber gleichzeitig Oh, Gutes. Du musst Kartoffelpuffer, einfach jetzt nur ein paar geil. Kartoffeln raspeln, ein wenig Salz hinzufügen und das Ganze in deinem Lieblingsöl bis zur Perfektion braten. Klingt einfach richtig. Nun, ich habe hier noch ein paar Tipps, um dir den Job noch weiter zu erleichtern. Wenn man das wirklich so Kartoffelpuffer. macht, wie es gerade gesagt hat, warum macht man einen Kartoffelpuffer mit Apfelmus und nicht mit was Herzhaftem? Dann. Apfelmus und Kartoffelpuffer ist doch sau lecker. Nee. Eben. Jetzt Kartoffeln sind nur. herzhaft und deswegen macht man das nicht mit süßen Essen zusammen. Quatsch, man kann Ihr Kartoffeln zwei auch habt nicht eine Perle herzhaft machen. erfunden oder bekommen? Was haben wir? Eine Perle? Das ist, glaube ich, die Perle, die wir von Dingens hatten, von dem Fest. Würde ich tippen. Ich habe übrigens noch sechs Erdbeersaat, aber die kann ich jetzt nicht aussehen. Alvo, du bist jetzt VIP, hast du es gesehen? Ich will mir da nochmal Gedanken drüber machen. Du hast bestimmt dafür irgendwie bezahlen müssen. Was? Und wenn es mit Zeit ist. Also, du meinst, was Valvo hat, was bezahlen müssen Ja. dafür? Alvo wusste bis eben nicht mal, dass er VIP ist. Tja, noch Und schlimmer. Aus, Alvo einfach wundert sich bestimmt auch voll, heimlich dass er aus so der Tasche VIP ist. gezogen. Ja, nee. VIP'd. Ja, ich habe den Valvo schon so 20 Mal damit er dann endlich mal VIP sein darf. Ach, so ist es bei mir. Er hat nicht mal an die rote Büchse daran. Hochgepiept. Lumi, ich will in die rote Büchse ran, hier was reinlegen. Puh, was ist das denn schön? Ich kann, wenn genug Leute bei mir chatten, kann ich irgendwie eine bestimmte Anzahl als Leute als VIP hochstufen und könnte dir besondere Rechte zuteil werden lassen, wenn ich zum Beispiel einen Extra-Chat habe für VIPs und Moderatoren Besondere und Subscribers Rechte. und Wer sowas. hat den Knoblauchsaft Und gemacht? mal auf der Zunge vergehen. Also, weil, wo, wenn du das VIP nicht willst, dann nehme ich das auch wieder weg. Habe ich kein Problem mit. Wer zur Hölle hat den Knoblauchsaft gemacht? Ich? Boah, ist das ekelhaft. Es ist ekelhaft, aber stell dir vor, es schmeckt einigen. Manche mögen auch Knoblauchschnaps. Ich gehe gleich brechen. Also ich mag ja Knoblauch als Gewürz, aber doch nicht als Saft. Ah, Gott, dieses Entsetzen. Knoblauchsaft. Ih, was für ein Perversling tut Es denn ist ja auch solche Dinge? ekelhaft. Geil. Oh Mann. Es ist auch wirklich bäh. Okay, Valvo hat sich entschieden. Valvo möchte kein VIP bei mir sein, weil er rosa Symbole scheiße findet. Also nehme ich das wieder weg. Ich kann Seit wann diese ist ein Symbole tatsächlich VIP auch gar nicht rosa? ändern. Es ist rosa bei mir. Es ist so ein rosa und so ein Steinchen in der Mitte. Moment, dann. Ach so, doch stimmt, ja, das ist Du rosa. kannst es ja nicht ändern, das ist ja das Problem. Ich würde es ja ändern, wenn ich es denn ändern könnte. Gewürzt es ja ändern. Ich würde es ändern. Warum mal ja nicht immer noch die Gießkanne? Ich mache doch gar nichts mehr auf der Farm. Ja, du machst gar nichts mehr, Punkt. Ja, ich mache doch die Tiere, was schon nervig genug ist. Ich würde die Tiere ja gern wieder abgeben. Darfst ruhig Ja, auch ein bisschen komm. hier ackern. Das sind fucking Tiere. Ich würde lieber Pflanzen machen. Warum Wollen wir haben wir das so tauschen? aufgeteilt? Geht ja nicht. Du kriegst ja mehr Kohle dadurch. Ja, wir können Nee, trotzdem bitte. tauschen. Ich bin halt nicht effektiv, ist ja Wurst. Ah ja, gut, dann tauschen wir. Dann bringe ich die Gießkanne zurück. Dann mache ich jetzt die Pflanzen. Wenn ich jetzt fast fertig bin, meinst du? Jetzt, wo ich alles Nice. ausgesät habe, machst du die Dann mache ich Pflanzen? sie ab morgen. Nee, obwohl ich jetzt im Frühling alles ausgesät habe, dann machst du die Pflanzen. Heul doch. Ich sang Holger, gleich an damit, Holger. ja? Davon gab's Ja, Unlied. mach ruhig, ich stehe drauf. Wenn Männer heulen. Ja. Du hast merkwürdige Fetische. Du Feten? geile Sau. Was habe ich letztens gelesen bei Program? Jetzt kommt wieder irgendwas, was ich nicht kenne. Nee, warte Moment. mal. Da, Drei, was nicht lustig zwei, ist. zwei, eins. Leg Warte los, mal. Felix. Ja, warte mal. Ich muss das suchen, damit ich es vorlesen kann, damit, ne? Okay, dann ist es was, was nicht lustig ist.
Doch, also ich fand es schon sehr. Also ja, ich dachte, ich das ist ja kein Qualitätsmerkmal, wenn du es lustig findest. Auspuff deines Autos und zahle Trinkgeld. Du, W, bist der Meinung, dass der Auspuff deines Autos unbedingt mal geputzt werden muss und etwas Zuwendung nötig hat? Dann bin ich 30, der Richtige für den Job. Ich lecke das Rohr schön sauber und Trinkgeld davor. Klingt verrückt, ist aber vollkommen ernst gemeint und ein Riesenturn-on für mich. Kein Sex, kein Körperkontakt, du kannst mir zusehen oder im Auto sitzen bleiben, ganz wie du es magst. Moment, mein jemand wirklich den Auspuff? Ja! Nee. Ja, ja. Ich kannst du mir da die Nummer rausschreiben? Das wäre voll praktisch. Nee. Was zahlt ihr denn dafür, dass er das machen darf? Weiß ich nicht. Ich habe das bloß auf meinem Imageboard gesehen. Hm. Ich kann dich gerne auf dem Imageboard anmelden, dann kannst du vielleicht rauskriegen. Kriegst du nur Angebote und ich krieg sie nicht. Ja, du kriegst die Angebote. Mal ohne Scheiße, wenn da jemand 30 Euro dafür bezahlt, dass du dir den Auspuff deines Autos leckt. Sorry, also ich habe schon mehr Scheiß gemacht, um Geld zu bekommen. Du sitzt, weißt du, das kann ich mir so richtig vorstellen, Lubi sitzt im Auto, total verstört. Verstört nicht, ich lese dann halt ein Buch oder irgendwie. Ich wollte gerade sagen, Lubi wird einfach nicht drauf achten. Nicht an meinem Rohr, weil wo am Rohr meines Autos und dafür Geld bezahlt. Das ist voll gut. Also, du war Lumis Rohr, weil sie hat auch nämlich ein Rohr. Du hast ein Rohr, Lumi? Das ist jetzt sehr verstörend. Lumi verschluckt, weil ihr so. Du hast dich versprochen, gibst zu. Nicht verschluckt, versprochen. Verschluckt. Ich hab kein Rohr. Ja. Du hast dich verschluckt an was an deinem Rohr. Ah, der wieder ziemlich lachen. Rohrig, ja, ist klar, Valvo. Rührig. Also, wenn Fragen zu den News bestehen, gerne Fragen. Was? Fragen zu den News? Zu welchen News? Ich habe einen News-Befehl eingerichtet und gerade hat Bipu Bunny den Befehl benutzt. Und ich habe gesagt, wenn Fragen zu den News bestehen, kann man gerne fragen. Was gibt es denn bei dir für News? Es gibt ein Update vom 12.12. Es gibt ein kleines Giveaway. Kann man mit auch auf sein Giveaway abrufen. Es gibt neue Befehle. Top 10 zeigt die Besten im Salat erkämpfen. Es gibt Gamble. Man kann Salat verspielen und erspielen. Krieg ich eigentlich Salat, wenn ich dich hoste? Was? Krieg ich eigentlich Salat, wenn ich dich hoste? Ja, kriegst du. Sehr schön. Es gibt ein Stream-Haustier. Es gibt einen eigenen echten Bot und es gibt, oh, das ist noch alt, das könnte ich eigentlich auch. Es gibt ein Subscriber-Badge und ein Subscriber-Smiley. Hast du dieses komische Haustier, was unten unterm Stream ist? Ja, was einfach nur ein Emote ist. Das ist einfach, das habe ich mir aktiviert und habe mir gesagt, so, das ist jetzt nicht euer Ernst und fand es direkt wieder rausgeschmissen. Haley hat Geburtstag, wen es interessiert. Wen? Wer? Haley hat Geburtstag. Ja, Felix, das ist dein Ding. Ja, Neuer Befehl ist wie Putz ausprobieren. Ja, das sollte ich vielleicht mal einführen. Das wäre gar nicht so schlecht. Ein Putzbefehl. So, eine Seite aus Abigails Tagebuch. Das hast du doch bestimmt schon gelesen, oder? Ich? Nee, ich glaube nicht. Lies mal vor. Dinge, die ich liebe. Den Duft von geschnitzten Kürbissen, eine Amethysten unter meinem Kopfkissen zu haben, Schokoladenkuchen, die Herausforderung des würzigen Aals und die Brombeerpastete meiner Mutter. Ich esse gerne. Oh, da hast du dir aber jemanden geholt. Ja, das passt perfekt zu mir. Ich esse auch gerne. Sehr schön. Kannst ich mich jetzt letztens auch jemanden unterhalten, die jetzt quasi täglich bei Instagram Essensbilder postet, weil sie viel kocht. Habe ich gesehen. Also bei Twitter. Genau, bei Twitter auch. Wo ich mir so dachte, mega. Will ich auch haben, gib mir. So. Haben wir noch einen Amethysten? Ja, ich nehme lieber zwei Sonnenblumen mit. Nie, dass ich wieder eine esse. Ja, der Ben weiß, dass der Ben ist schon zusammen mit Abigail. Voll happy und so. Ach so, wir sind fest zusammen im Game. So, nochmal Melonenwein jemanden hier der Haley schenken. Vielleicht magst du den ja dann doch. Also zu dem Giveaway, ich schaff's tatsächlich durch Humble Bundles regelmäßig Keys doppelt zu haben und normalerweise verschenke ich die an Freunde, die sie brauchen. Welches Humble Bundle hast du jetzt geholt? Ich verschenke ihn mal hier. Was? Es gibt übrigens ein nettes Humble Bundle, was gerade da ist, ne? Da gibt's jeden Tag wie im Weihnachtskalender. Kies. Oh, da muss ich mal gucken. Du kriegst Salat einfach durch deine Anwesenheit im Stream. Wenn du mal Ausrufezeichen Salat schreibst, dann siehst du, wie viel Salat du gerade hast. Ist Haley hier irgendwo? Oh. Ha! Ja, weil wo, wenn du Abigail möchtest, dann passt das schon. Wobei das eher ein Diamant ist, was du hast und kein Amethysten. Du hast ja an meinen Geburtstag erinnert. Ich bin beeindruckt. Danke. Wo ist sie? Was hast du ihr geschenkt? Ich bin hier im Haus. Ich habe ihr einen Melonenwein mitgebracht. Ach, das mag sie echt.
Ja, ich kann sich nicht darüber beschwert. Dumi, komm mal zu Hellys Haus. Ich habe was für dich, was du dir schenken kannst, was okay. Ich sehr, sehr doll mag. Ich nicht darüber beschwert. Genau, also man kriegt unter einer Stunde 158 Salat. Aushilfe gesucht. Okay, warte mal. Ach nee, weil du gefollowt hast. Man kriegt für einen Follow kriegt man auch schon 100. Das ist jetzt schlecht. Man Dumi. Muss sich den Salat für das Dings wieder hochstellen, weil sonst kann man ja einfach followen und mitmachen. Das war so nicht geplant. Das ändere ich nach dem Stream, wir können das jetzt noch ausnutzen. Moment mal, ich bin blöd, wo bist du? Abigail. Ich bin in der Mine, was willst du denn? Naja, du wolltest doch Helly was schenken, oder? Du meinst jetzt, weil sonst jetzt massenhaft Leute bei dir followen, nur um dein Gewinnspiel mit Nein, ja, das hatte tatsächlich ein Kumpel von mir, aber nicht mit Euros Edge, sondern mit einem Amazon-Gutschein. Wo ist Helly? Sorry. Bei sich zu Hause. Aber ich glaube, ja, du kommst gar nicht mehr rein. Wir sind dabei. Ich habe eigentlich nicht die Pastinaken. Ich hatte was, aber ich glaube, du kannst jetzt eh nicht mehr rein. Liebe, so toll, dass du zu spät bist. Jetzt ist zu spät, ja. Was so passiert, wenn ich die ganze Nacht auf dem Friedhof verbringe? Also 100 Salat ist dann offensichtlich nicht viel. Ben, was glaubst du, was passiert mit uns, wenn wir sterben? Ich habe keine Ahnung, ich komme als gruseliger Geist zurück, wir kommen in den Himmel, unsere Energiekörper reichen die astrale Ebene. Nichts, wir hören einfach auf zu existieren. Soll ich dir sagen? Nein. Die meisten haben, glaube ich, schon Mirror's Edge. Das ist auch, deswegen habe ich es auch nicht groß angekündigt mit, boah, krass Giveaway, sondern halt mehr so, wer es möchte, kann es haben. Also, ich glaube sowieso, dass wenn überhaupt nur einer oder zwei mitmachen werden und die kriegen es dann einfach aus. Oder so, ich habe einen Energiekörper genommen. Was wäre das Richtige gewesen für Sie? Du wolltest gerade so groß prahlen. Ja. Naja, weil du nee gesagt hast, habe ich halt nie geguckt. Ach so, das Thema wieder. Was für ein Thema jetzt schon wieder? Du darfst nicht gucken. Ach so. Ich habe nur gesagt, ich möchte nicht, dass er mir sagt, wie es geht. Er darf ja gucken. Das war ein Herz-Event, oder? Nee, das war einfach, ich habe sie angequatscht. Gesundheit. Danke. Oh, habe ich denn deine Sequenz vorhin reingefabelt? Wahrscheinlich, gell? Ich glaube, du hast mich gemutet. Nö, gerade eben hast du denn keine Sequenz. Ich habe keine Sequenz gehabt. Ich bin total verwirrt gerade. Ich soll einfach kein Bier trinken. Ich habe sie einfach angequatscht, schlecht. Immer noch. Ach so, okay. Und da hat sie mich gefragt. Weil er gefragt hat, Herz-Event, dann dachte ich, es war irgendwie eine Dings. Nee, da habe ich schon drauf Nein geantwortet. Ja, genau. Ich habe gedacht, irgendjemand freut sich vielleicht drüber. Ich meine, es schauen ja im Schnitt in der Woche irgendwie 20 verschiedene Leute hier rein. Irgendjemand wird es garantiert wollen. Und wenn es zwei wollen, dann ist es halt eben ein... Jawohl, halt, die Kindlade hängt halt gewinnen. Auf meine Güte, ich habe zwei Keys, ich habe nur einen. Chris, also. Dankeschön für deinen Host. Hallihallo, herzlich willkommen. Ich vermute mal, dass... Ich weiß nicht, ob du jemanden mitgebracht hast. Auf jeden Fall Dankeschön, dass du mich hostest. Herzlich willkommen. Wir sind heute wieder am Stand Willis. Grüße an den Chris. Der Prinzen-Chris, oder? Genau, der Prinzen-Chris. Ajo. Der grüßt auch gerade wieder den Prinzen. Ja. Hallihallo, mein lieber Chris. Ich weiß noch gar nicht genau, was ich danach mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dem Kenny versprochen, dass ich Skyrim spiele, sollte er da sein. Weil er letztes... Wie ist dein Stream gelaufen, mein lieber Chris? Was hast du gespielt? Nach Ende Stream hoste ich doch gerne Freunde und so. Ja, mache ich auch immer. Also zumindest, wenn ich jemanden finde, den ich hosten kann. Ich bin allerdings heute echt ein bisschen krank, ich bin ein bisschen verschnupft, deswegen wenn ich ab und zu mal irgendwie so ein bisschen näsle oder irgendwas mit der Nase mache, dann das tut mir leid. Ich versuche mich eigentlich immer zu muten, wenn sowas passiert, aber man denkt ja nicht immer dran, ne? Wie liefen deine Runden, WOT? So. Ich angel mit, ich angel ein paar Stöcke. Angel ein paar Stöcke, ich hol die Fische raus, ist okay, oder? Ja, ich will ja eigentlich nur leveln. 0 Uhr. Ja, besser einmal zu viel gesagt als einmal zu wenig. Ich habe mich schon oft genug beschwert, dass mir niemand Bescheid gesagt hat. Nein. Ben, was machst du da? Du irritierst mich. Lumida kann sich gerade nicht um deine Anfrage kümmern. Versuche es später noch einmal. Es ist Lumida und nicht Lumida. Lumi. Lumi geht natürlich auch. Zuschauer sind und Halter, wie du im Host merkst. Ja, heute eher so, naja... Gestern fast alle Tagessiege geholt, heute ich mal 5. Tagessiege habe ich irgendwann aufgegeben in World of Tanks tatsächlich. Weil es einfach zu lange dauert. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich. Ja, Chris spielt World of Tanks, hat auch gestreamt World of Tanks. Es gab mal eine Zeit, da habe ich ungefähr 2 Stunden für die Tagessiege gebraucht. Das war meine tägliche Dosis World of Tanks. Und dann irgendwann wollte ich mal mit bestimmten Fahrzeugen weiterkommen, dann habe ich das nicht mehr gemacht. Dann waren mir Tagessiege egal. Also ich kann auch null angeln, ich bin da super schlecht drin. Angeln ist doch voll einfach. Ben macht das Angeln bei uns, hörst du ja. Und gibt damit ganz gekonnt an.
Ganz gekonnt. So ein Quatsch, das Angeln ist so ziemlich das Einfachste, was du tun kannst in dem Spiel. Ey, cool, da kann ich ja bald mein Haus aufwerten lassen hier. Nee, ja, wir müssen das Geld für andere Sachen investieren. Dringend. Ja, ja, aber eure zwei Häuser müssen alles bauen. Es ist Lachsbärenzeit, Leute, es ist Lachsbärenzeit, es ist Lachsbärenzeit, Lachsbärenzeit, ja. Lachsbärenzeit. Es hat gerade Leben vom Land uns gesagt, dass es Lachsbärenzeit ist. Also wenn es Premiumfahrzeuge wäre es geil, aber nicht mehr die habe ich drin gehabt. Die Oma Evelyn will laufen. So viele Premium habe ich gar nicht. Ich glaube, ich habe nur. Wollen wir jetzt eigentlich heute mal ein bisschen irgendwie drei. Tun? Wollen wir in die Wüstenmine für Iridium? Könnte man heute machen, aber wir müssen uns trotzdem um das Zeug kümmern, ob da irgendwas ja, um neun, ist. Wir können ja eh erst um 9 rüberfahren. Es gibt nur Pastinaken zu ernten, sehe ich gerade. Das kannst du machen, dann mache ich schnell die Viecher. Und dann können wir uns um 9 Uhr oder 10 Uhr sogar erst an der Busfalle treffen. Runden mit 3000. Achso, wir wollten heute tauschen, okay. Also wenn wir jetzt alle gehen, dann... Nein, du machst jetzt die Pastinaken. Ich bin jetzt hier beschäftigt. Was für Pastinaken? Die Pastinaken ernten. Welche Pastinaken so. Dann? Ich lager das jetzt hier alles mal zwischen. Wir machen jetzt nur die Viecher und... Ist der Tag überhaupt gut gesonnen, bevor wir überhaupt in die Mine gehen? Nee, meine sind vollkommen unzufrieden. Naja, dann lassen wir's. Nein, das hat doch über hier kaum Auswirkungen. Doch, hat es. Also wenn wir überhaupt weit nach unten kommen. 4 Kills und überlebt, okay. Ist Überleben auch Erfahrung bei World of Tanks? Ich dachte, das wären nur den Schaden, den du anrichtest und die Kills, die Erfahrung machen. Nee, du bist damit echt nicht alleine. Felix angelt auch nicht gerne. Ben ist bei uns der Einzige, der angeln kann. Ich habe mich immer gefragt, warum die Leute sich damals, wo Stardew Valley da rauskam, darüber geärgert haben, dass Angeln so schwer wäre. Ich fand es nämlich also nie schwer. Also, es gibt auch Fische, die sind einfach nicht möglich. Das gibt da, super easy die und Fische musst du halt, musst du angeln, wirklich relativ hoch geskillt haben, dann gehen die erst und Ausrüstung dafür und so. Ja, und das ist voll frustrierend. Das dauert ewig, ja. Bis man so weit ist. Überleben bringt auch XP. Aber Lumi, wir gehen heute nicht in die Mine. Okay, ist das jetzt Common Sense? Will jetzt jeder nicht in die Mine? Nee, wenn die Geister scheiß gesonnen sind, kommst du. Ich hab aber schon die sind doch immer unterschiedlich probiert. Für uns Ich würde gesonnen. Gerne meinen Ehemann mit einem Geschenk überraschen. Er ist ein großer Fan von Lauch. Könntest du mir einen bringen, Oma Evelyn? Also einen schlanken Studenten. Bei mir sind sie neutral. Der Tag liegt in meinen Händen. Wäre ja, gut, einmal schlecht und einmal neutral, habt ihr recht, war dann eben Nettmine. Nee. Nettmine? Oder die Mettmine? Die Mettmine. Die Mine wird aus Mett gemacht. Ja, die hätte ich gerne, eine Mettmine. Oder eine Mine, wo man halt Mett rausholt. Ich weiß gar nicht, ob mir Mett schmeckt. Hä? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt je Mett gegessen habe. Nee, nicht Met. Met habe ich schon getrunken, aber Met weiß ich gar nicht, ob ich das mal gegessen habe. Hey, du hast doch mal irgendwann eine Metwurst oder sowas gehabt. Zum oh, Brot. Ich hab eine Paste. Ich dachte, Met ist das rohe Fleisch. Ich hab eine noch. Ja, auch. Gehabt. Aber da hast du doch wohl mal Metbrötchen gegessen. Ich glaube nicht, nein. Boah, Gott. Wie kann man nur so sein Leben verbringen? So also meine Mutter war immer sehr panisch, was so. Also, ich hatte als Kind hatte ich mal Salmonellen. Und wäre daran fast krepiert. Und dann war meine Mutter wirklich ganz, ganz arg darauf bedacht, dass ich kein Softeis esse und keine rohen Eier speisen und kein rohes Fleisch und oder so ein Käse. Da wäre ich aber gestorben, ey. Die Nettmine fürs Netzwerk. Ich weiß ja gar nicht, wie das schmeckt. Du hast gar nicht. Also, ich bin aber gestorben. Geil. Jetzt bin ich ja eh Vegetarierin, jetzt hat sich das Thema ja erledigt, aber ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. So. Außer wenn jemand Mett übrig hat, dann müsstest du es ja essen. Dann würde ich es auch essen, ja. Wenn die fast krepiert wäre so, und du sagst dann so, dann würde ich sterben. Stimmt. aber sind wir mal ganz ehrlich, gefoodshared Met sollte ich auch nicht essen. Was? Also ich glaube nicht, dass das noch gut ist. Wieso das denn? Foodsharing hat auch seine Grenzen. Also ich habe gestern Fleischkäse gegessen, gebacken, denn der war echt gut, aber naja. So. Ja, mit normales Fleisch habe ich als Kind gegessen. Du ist es nicht. Ich schleppe jetzt schon seit 3 Tagen diese blöden Sashimi bei mir mit mir rum. Kann jetzt mal bitte der Sebastian auftauchen? Gib's ihm doch einfach, du kannst doch bestimmt schon in den Raum gehen. Eben, du hast doch schon ein paar Herzen. Dann müsstest du eigentlich in sein Zimmer kommen. Ja, aber der ist ja nie da, wenn ich da bin. Will ich gucken, wann er wo ist oder wenn was? Halt, nein, wenn halt man keine schon. Ahnung von seinem Schatz siehst, Tagesablauf hat, ey. Ich bin verliebt in ihn, er ist aber noch nicht mein Schatz. Oh, ich hab eine Sequenz. Du bist aber keine richtig gute Stalkerin. Demetrius, ich habe nicht gesagt, dass du Tomaten holen sollst. Ich habe Früchte gesagt. Oh, schön. Felix läuft in meine Sequenz. Ja, bin ich schon letztes Mal auch. Was meinst du? Tomaten sind Früchte.
Wenn eine normale Person sagt, dass sie Früchte will, meint sie nie Tomaten, egal wie die wissenschaftliche Klassifizierung lautet. Lumina, ich bin froh, dass du hier bist. Du wirst diese Diskussion endlich beenden können. Ich hab 10 Herzen voll. Jetzt muss ich über einen entscheiden. Wie würdest du eine Tomate einteilen? Gemüse oder Frucht? Dadurch, dass ich ein normaler Mensch bin, auch wenn ich weiß, dass die wissenschaftliche Bezeichnung Frucht ist, muss ich leider Gemüse sagen. Wirklich? Ich dachte, dass ein Bauer die richtige Antwort kennen würde. Fleisch. Sag mal, kaufen wir uns eigentlich noch mehr Setzlinge irgendwie? Baumsetzlinge? Ja, je mehr, desto besser. Ich will nur, dass du meinen Standpunkt verstehst. Woher soll ich denn wissen, von welchen Annahmen ich ausgehen muss, wenn du mir etwas sagst? Also ganz ehrlich? Aber ich werde daran arbeiten. 10.000 übrig. Oh. Hab ich doch. Achso. Danke für deine Hilfe, Lumina. Ich hab 4 Bäumchen gekauft. 2 Orangen, 2 Aprikosen. Ich würde damit warten, bis das Gewächshaus fertig ist. In den Bäumen? Hm. Die wachsen doch außerhalb vom Gewächshaus. Ja, aber im Winter wachsen sie nicht mehr außerhalb. Ach, Quatsch. Wir kriegen doch wieder Geld. Machst du jetzt das Gewächshaus fertig oder warum hast du es gesagt? Nee, wenn das Gewächshaus fertig ist. Ich weiß jetzt nicht, was wir dafür brauchen. Ich glaube, das war nicht mehr so weit entfernt. Ich guck dann mal, wenn ich hier mein Haus bestellt habe. Ja, Frucht wäre die richtige Antwort. Ich weiß es ja. Aber es ist, man sagt nur mal Gemüse dazu. Lumi, wie kannst du so ungebildet sein, ja? Leck mir mein Gemüse. Hast du gesagt, dass ich es weiß? So. Ja, das behaupten. Lumida hat den Erfolg klicken erhalten? Das mag ich am liebsten. Woher wusstest du das? Angeklickt? Weil ich dich stalke. Oh Gott, er ist auch Selbstmord gefährdet. Hab ich das schon mal festgestellt? Ja. Ja, und dann habe ich gesagt, ich mag nichts mehr. Gerade, weil du ihn ich habe die nächste Sequenz. Schon wieder mit Robin. Warum nicht die ganze Zeit mit dir sequenzen? Hi Lumida, ich habe gerade den Staub von meiner Säge entfernt. Siehste, du sagst ja auch Gemüse dazu. So ist es. Hast du jemals was aus Holz gemacht, Lumida? Tatsächlich habe ich mal Herzchen geschnitzt. Oh, in Werken oder was? Nö, freiwillig am See war das. Ich habe mal ein Puzzle aus Holz gesägt. Großartig, dann sollte diese Blaupause ein Kinderspiel für dich sein. Oh Gott. Was ist denn jetzt für eine Blaupause bekommen? Oft. Wir kennen uns jetzt gut genug, dass ich dir meine Schreinergeheimnisse anvertrauen kann. Hier, das sind die Blaupausen. Oh, jetzt können wir selbst Sachen bauen. Cool. Du musst also für uns schreinern. Herstellung von Flötenblock und Trommelblock gelernt. Ich kann dich jetzt tödlich nerven. Kannst jetzt die Sachen, die wir da am Eingang stehen haben, bauen. Ja. Toll. Ja, aber guck, was man dafür bezahlen muss. Am besten. Ob sich das lohnt, euch damit zuzumüllen. Das kann eigentlich ja, wenn man in so einen Katalog investieren würde. Kann eigentlich die sind gar nicht so teuer. Holz, Kupfer, Erz und Fasern. Sorgt dafür, dass es niemals so viel Holz gibt. Du siehst gerade Bäume um Holze. Fürs Gewächshaus brauchen wir noch ein großes Ei in Weiß, also ein braunes. Wir brauchen auch ein Tierzeug noch. Große Ziegenmilch und Wolle. Jo. Milch haben wir ja schon. Ach, und ein Entenei oder ein Entenei. Wir haben aber keine Enten bisher. Wir wollten noch Enten kaufen. Ja, und eine Ziege brauchen wir. Wer hat denn, hab ich nicht Ben letztes Mal gesagt, er soll jetzt eine Ente kaufen? Ja, und dann war die Zeit rum. Ach so. Warum hast du es dieses Mal nicht gemacht? Weil ich es vergessen habe. Tatatatam. Dann kauf doch jetzt mal ein Entenei. Nee, ich gehe gerade Sachen abholzen und Lachsbären sammeln. Wir haben 6 Uhr, wir machen das morgen. Ja, also wo kann man in die Mine gehen. Wo kann man Entenei kaufen? Unten bei der Dings. Du kannst Enten kaufen, nicht Enteneier. Ja, bestimmt. Also. Bitte. Morgen Mine oder morgen Eier kaufen? Enten kaufen. Paket geht Samstag raus. Da bin ich ja gespannt, Chris. Das müsste ja bis Mittwoch hier sein. Ach, du kriegst ein Weihnachtsgeschenk, stimmt ja. Ich kriege ein Weihnachtspaket von Chris, genau. Und dann muss ich das mal on-stream aufmachen. Sollte ein Vorweihnachten sein, genau. Also ich finde es echt cool, dass du das machst. Und wie gesagt, ich werde es dann on-stream aufmachen, dann hast du direkt meine Reaktion. Oh, du musst mir Bescheid sagen, das will ich sehen. Du kannst ja auch als Highlight einfach rausnehmen und dann kannst du es ja auch so angucken. Ja, aber ich will doch live dabei sein und mich freuen, wenn es was Cooles ist und mich über dich lustig machen, wenn es irgendein Käse ist. Also ich würde bei Twitter natürlich ankündigen, wenn das Paket da ist. Ich muss jetzt immer auf Twitter gucken. Kann ich ja verlinken. Bei dem Imagebook, wo ich bin, da wird der auch... Das ist meine verdammte Handynummer, du kannst mir einfach eine SMS schreiben.
Ach, bin ich enttäuscht. Quatsch. Dass du überhaupt ein Paket schickst, finde ich ja schon krass. Das ist voll cool. Das ist ja ein Haufen Arbeit. Erstens das irgendwie zusammenzusuchen oder zu besorgen und dann halt auch noch das zu verschicken, kostet ja auch Geld. Ja, eben scheiß auf Donations. Also so ein Paket ist richtig cool. Also, ja, nee, nicht scheiß auf Donations. Das ist sowas nicht gemeint. Ihr habt gehört, ihr braucht mir nichts mehr an Donation geben. Sie will alles Pakete haben. Das ist viel besser. Ohne Scheiß, ich würde gerne so ein, aber selbst wenn du so ein Paket Adresse einrichtest, da kannst du ja keine Pakete hinschicken, sondern nur Briefe. Das ist auch voll blöd, weil meine echte Adresse möchte ich jetzt nicht unbedingt direkt hier überall teilen. Ja, du kannst auch ein Postfach einrichten für Pakete. Nee, bei einem Postfach kannst du keine Pakete einrichten. Richte eine Paketstation ein. Eben, Paketstation, das melde ich. Da geht das? Ja, du kannst an Paketstationen versenden. Und da ist nicht die echte Adresse hinterlegt, zumindest nicht für den, der es da hinschickt, meines Wissens. Nur der echte Name halt. Okay, dann brauche ich jetzt jemanden, der mir ein Paket schenkt und jemanden, der mir die Paketstation bezahlt. Ich glaube, die kosten nichts, du musst dich bloß anmelden. Du musst dich bloß anmelden. Echt? Ja. Also ja. Für das Postfach, das war, zahlst du Geld, für das Paketfach nicht? Meine Freundin hatte immer eine Packstationsadresse, weil ihre Eltern ihr viel geschickt haben und sie hier halt selten zu Hause war. Bei einer Packstation meldest du dich an, dann kriegst du einen Brief gesendet. Du machst Postident-Verfahren dafür erstmal. Genau. Dann gehst du ins Kiosk, zeigst deinen Personalausweis vor und dann bekommst du eine Kundenkarte. Das ist aber jetzt auch arg schräg, wenn ich jetzt ein Paket Packstation einrichte und mir will eigentlich gar niemand ein Paket schicken. Das ist schon sehr... Ist doch egal, ich habe seit anderthalb Jahren einen Packstationausweis und... Okay, dann kommt das nicht so schräg à la, ey, du willst mir ein Paket schicken, voll cool, ich habe schon eine Packstation dafür. Nee, tatsächlich wollte mir auch jemand ein Kabel schicken und das hat sich dann aber irgendwie zerschlagen. Ich habe eine Menge Kleinkram, ich bin gespannt, wie gesagt, ob da was da rauskommt. Wie cool. Ich bin fast gespannter als du. Ja? Darf ich mal reden? Nein. bei meinem Imageboard, da wird ja auch gewichtelt, ne? Ah, wichteln finde ich auch cool. Stimmt, ich muss am Mittwoch auch noch wichteln. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Was, ach, die Schrottwichteln oder normales Wichteln? Ja, bei uns ist Schrottwichteln. Also bei uns, du kriegst halt einen zugeteilt, dann kann der dir schreiben, was dem... Du kriegst einen zugeteilt, irgendeinen aus der Community. Ich habe tatsächlich nicht wegen dir was gesagt, sondern weil bei mir Chris geschrieben hat, er hat Kleinkram reingetan und dann die nächste Zeile ist so Handy und Smartwatch und so, ne? Das ja, und mein Bewichtelter wird eine SNES bekommen. Was? Eine Originale oder eine Originale. Das ist aber ein krasses Wichtelgeschenk, das ist nicht mal so eben bisschen. Ich hab's nicht gehört, sorry. Einen Super Nintendo schenkt er. Weil das die bei mir im Keller liegt. Ich komme überhaupt nicht zum Zocken da mit dem Teil. Schick mir die SNES. Okay, ich habe schon zwei, aber trotzdem, die kann ich genug haben. Die werden ja nicht mehr. Warum? Aber, hast du Spiele dafür noch? Was? Spiele? Ja, drei Stück dafür, ne? Die was hast du denn? Ne, Yoshi's Island. Ach, übrigens, die Titelmelodie von Stardew Valley. Das ist die von Yoshi's Island. Diese Yoshi's Island habe ich zum Beispiel nicht. Kannst du die zu dem Bier packen, wenn ich die Wette gewonnen habe? Nee. Oh krass, du verschenkst eine SNES, ey. Das finde ich auch ziemlich hart. Also du kannst die teuer verkaufen, gell? Ich würde sagen, die Dinge haben inzwischen einen Sammlerwert. Die gehen für 90 Euro weg, also Sammlerwert kann man nicht sagen. Es wird aber nur teurer und nicht billiger in Zukunft, die Dinge. Ich würde niemals eine SNES verwichteln. Mein Gott. Am Ende verwichtelst du dann jemanden, der gar nicht zockt. Ja doch, ich habe schon den angeschrieben und ich so, zockst du? Das, boah. Dann ist das so ein 13-Jähriger, der keine Ahnung hat, was das für ein tolles Spiel sind. Ich hab damals, wo ich zum ersten Mal gewichtelt habe auf dem Imageboard. Das ist 1:10 Uhr, ne? Ja, ich bin schon spät dran. Ich bin total entsetzt, dass eine SNES verschenken will. Ich auch, ich bin da voll bei dir, Lumi. Ich hab beim ersten Wichteln... Das bringt mich gerade seelisch um, das geht nicht. Lumi. Darf ich mal reden? Ja, beim ersten Wichteln 2015 habe ich eine N64 verwichtelt. Ja, das war denn eine alte. Eine N64, scheiß auf die N64, das ist keine SNES, verdammt. Eine SNES bekommst du, wenn du viel Schwein hast, für 30 Euro bei eBay Kleinanzeigen, wenn sie ja, aber wissen. aber, ach Mann, nein, das geht einfach nicht. Ich komme trotzdem zu dir ins Bett, Lumi, einfach weil du hier bist. Lumi, ich habe... Ich komme zu dir ins Bett, weil du eine SNES hast. Lumi, ich habe...